Die Rohbauarbeiten sind beendet. Das Richtfest steht bevor. Grüne Karten der Universitätsbauleitung mit dem Kürzel UBT kündigen das Ereignis an und laden zur Feier ein. Waren die Bauarbeiten durchwegs von gutem Wetter begleitet, beim Richtfest stellt sich prompt Regen ein. Doch die Leute vom Bau beweisen ihren sprichwörtlichen Humor. Statt mit den üblichen Papierbändern schmücken sie die Richtkrone kurzerhand mit bunten Schnupftüchern, wohl in der weisen Voraussicht, dass diese angesichts der schlechten Wetterlage noch beste Dienste tun würden. Was gut ist gegen die Sonne, ist auch gut gegen Regen, sagt sich der Polier, stellt einen Sonnenschirm auf dem Dach des Unigebäudes auf und ermuntert aus luftiger Höhe mit einem zünftigen Richtspruch das Publikum, das teils in den offenen Geschossen des Gebäudes, teils unter Regenschirmen Schutz sucht vor der Nässe. Ungeteilten Beifall finden seine Schlussworte: Ich sag euch jetzt auf Wiedersehen, wir werden gleich ins Wirtshaus gehen. Mit Applaus gedacht wird auch der bayerische Kultusminister Professor Hans Mayer, der bereits bei der Grundsteinlegung zugegen war und der angesichts der raschen Rohbauerstellung am Richtfesttag von einer Rekordbauzeit spricht. Universitätspräsident Dr. Wolf formuliert sein Erstaunen so: Man kann es noch gar nicht fassen, dass man die Universität jetzt schon anfassen kann. Die Feier ist vorbei und unverzüglich gehen die Arbeiten weiter. Am Rohbau werden als erstes die Fenster eingesetzt und die Außenisolierung angebracht. Die Heizung ist in Betrieb, damit der Innenausbau über den Winter unbeeinträchtigt vorangehen kann. Die Außenansicht bietet nach Montage der Brüstungsgeländer ein nahezu vollständiges Bild. Unterdessen ist der Winter eingezogen. Schnee und Frost können den Baufortschritt jedoch nicht aufhalten. Wenige Monate später, konform mit den Ausbauarbeiten, wurden die Außenanlagen gestaltet. Ziersträucher sind eingepflanzt und treiben Blüten. Das Mehrzweckgebäude hat inzwischen seine Leichtmetallfassade erhalten. Die Straßen sind asphaltiert. Die Wege rundum erhalten einen robusten Verbundpflasterbelag, der ebenfalls aus der Produktionspalette des Fertigteilwerks SAP stammt. Auf der Baustelle ist es ruhig geworden. Das Arbeitsgeschehen spielt sich im Inneren des Gebäudes ab. Herbst 1975. Das Mehrzweckgebäude wird in wenigen Tagen seiner Bestimmung übergeben. Auch außen erinnert nichts daran, dass vor kurzem hier noch eine Baustelle war. Fahnen signalisieren die Premiere. Ein schwerer Granitfindling aus dem Oberpfälzer Wald mit dem Datum der Grundsteinlegung markiert die Stelle, an der sich der Grundstein befindet. Das Innere ist funktionell und großzügig gestaltet. Farbenfrohe Fresken eines fränkischen Künstlers schmücken die Eingangshalle. Blick in den großen Hörsaal. Erfasst rund 100 Studenten. Die Bestuhlung ist treppenförmig angeordnet.
an den Hörsaal schließen sich die Übungsräume für die naturwissenschaftlichen Fächer wie Physik und Chemie an. Kostenbewusstsein und Zweckmäßigkeit dominieren auch bei der Innengestaltung. So wurden beispielsweise die Leitungen nicht unterputzt, sondern offen zerlegt. Das erspart Kosten bei der Installation und auch später bei Reparaturen. Zweckmäßig und schlicht gehalten sind alle Räume. Lediglich die Möbel setzen farbliche Akzente, wie hier im Besprechungszimmer. Welch ein Kontrast zur Alma Mater von gestern. Die neue Bayreuther Universität hat ihre eigene Werkstätte, in der alles hergestellt wird, was die Studenten für ihre ganz speziellen naturwissenschaftlichen Versuche benötigen. Dabei muss auf Hundertstel Millimeter genau gearbeitet werden. Moderne Maschinen stehen zur Verfügung. Bedient werden sie von qualifizierten Kräften. Beide zusammen gewährleisten die geforderte Präzision. Der Tag der Einweihung ist gekommen. Das Mehrzweckgebäude der Universität Bayreuth wird termingerecht zum Semesterbeginn seiner Bestimmung übergeben. Die Eröffnung vollzieht sich, wie die Ortspresse vermerkt, ohne jeden Pomp. Journalisten, Pressevertreter aus der gesamten Bundesrepublik besichtigen das naturwissenschaftliche Mehrzweckgebäude. Bereits andern Tag kann man im ganzen Land die Erklärungen des Universitätssprechers nachlesen, Fakten und Prognosen gut gemischt. Den Worten des Univertreters schließt sich ein ausgedehnter Rundgang durch das Gebäude an. Staatlichen Eröffnungsglanz wird die neue Universität erst Wochen später bekommen. Der Lehrbetrieb kann anlaufen. Während hier die Studenten ihre Lehrbücher aufschlagen, wird im Fertigteilwerk SAP das Baubuch geschlossen. Man kann es noch gar nicht fassen, schreibt die Lokalzeitung. Bayreuth hat wieder eine Universität. Genau 232 Jahre liegen zwischen diesem Bild und jenem, das sorgsam im Stadtarchiv aufbewahrt wird und das die Bayreuther Hochschule von 1743 zeigt, zusammen mit ihrem Gründer Markgraf Friedrich. Doch anders als damals ging das neue Universitätskapitel von 1974 erfolgreich zu Ende. Auch wenn es in seiner Gesamtheit baulich noch lange nicht abgeschlossen ist.